Rund 100 Unternehmen verursachen 71% der globalen Emissionen. Wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren, das bringt unseren Planeten an die Belastungsgrenze. Es geht nur gemeinsam. Wirtschaft und Natur müssen im Einklang stehen. Denn ein gesunder Planet ist die Grundlage für eine gesunde Wirtschaft. Warum arbeitet der WWF mit Unternehmen? Im Kampf gegen die Biodiversitäts- und Klimakrise müssen wir rasch handeln. Und das bedeutet, wir müssen einerseits die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten sicherstellen, da sind wir alle gefragt. Andererseits aber mit Firmen zusammenarbeiten, damit auch nachhaltige Produkte im Angebot sind. Was steht hinter den Partnerschaften? Der WWF hat zwei Arten von Partnerschaften. Die meisten sind Sustainable Business Partnerships. Da vereinbaren wir mit den Unternehmen ambitionierte Ziele zum Thema Umweltschutz. Hinzu kommen die Supporting Partnerships. Bei dieser Form der Zusammenarbeit steht die Finanzierung von Umweltschutzprojekten des WWF sowie die Sensibilisierung von Konsumentinnen und Konsumenten für wichtige Umweltthemen im Fokus. Sind solche Zusammenarbeiten nicht Greenwashing? Diese Sorge ist verständlich, doch das ist kein Greenwashing. Wir vereinbaren strenge Ziele mit den Firmen, kommunizieren transparent, wo die Firmen in der Umsetzung stehen. Und wenn es Probleme gibt, dann hat der WWF das Recht, das ist vertraglich festgehalten, die Firmen auch öffentlich zu kritisieren. So bauen wir Druck auf und stellen sicher, dass die Firmen auf nachhaltige Produkte und Geschäftsmodelle umsteigen.